Herzlich willkommen zurück zu Mario Party 1. Wir haben den ersten Part hinter uns, die erste Party sozusagen, und haben mit Luigi ziemlich gut abgeräumt. Und ich würde sagen, bevor wir hier lange irgendwie rumharren, und doch, warte mal, wir harren noch ein bisschen rum, wir gehen mal in den Shop. Gucken wir uns doch mal im Shop ein bisschen um. Da können wir uns nämlich Gegenstände kaufen, die wir benutzen können. Hier sowas zum Beispiel. Die Zinsbox wäre eigentlich ganz cool, weil damit bekommen wir 10% Zinsen auf die Münzen. Oder wir kaufen uns halt solche Blöcke hier, wo das Spiel noch interessanter machen. Aber ich glaube, komm, wir kaufen uns die Zinsbox. Damit kriegen wir mehr Münzen. So. Dankeschön. Nein, das reicht dann. So, die Zinsbox. Wie gesagt, 10% Zinsen auf unsere gesammelten Münzen. Die müssen wir jetzt aber noch in der Bank aktivieren. So. Dankeschön. Da ist sie, die Zinsbox. Dankeschön. Gut. Das Problem, was ich jetzt leider habe, ich konnte keinen zweiten Controller konfigurieren, denn wenn ich das gemacht habe, dann hat das Spiel automatisch angefangen zu hängen. Bedeutet, wir müssen uns was einfallen lassen wegen den 100 Sternen, weil sonst wird das Projekt endlos. Was ich ja toll finde, aber vielleicht ihr nicht. Egal. Ah doch, jetzt sind zwei registriert. Ich probiere mal kurz was. Ich möchte es nur mal kurz ausprobieren. Ich habe es nämlich auf die Tastatur. Sie ist dabei. Sehr schön. Weil dann können wir, wenn es gut funktioniert, können wir nämlich somit ein bisschen tricksen. Haha. So, egal. Wir spielen heute mal mit Yoshi. Wir spielen heute mal Yoshi. Dann kommt noch mit Prinzessin Peach, Wario und Mario. So, alle auf normal. Gut, das nächste Spielbrett, das wir uns angucken. Ich würde sagen, wir nehmen Yoshis Truchmense, weil wir Yoshi sind. Wie viele Runden soll gespielt werden? Wir gehen wieder hoch auf die 35 und starten das Spiel. So schnell geht's. Yoshi's Tropical Island. So, die zwei Yoshis, die Armen, um die geht es hier auf diesem Spielbrett. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Koopa und werde euch herumführen. Die Yoshis leben auf der Wassermeloninsel und der Honigmeloninsel. Lecker, lecker. Auf der Insel in der Mitte ist ein Yoshi eingeschlossen und kann nicht entkommen. Sein bester Freund schaut schon ganz traurig vom Strand herüber. Helft bitte! Hier ist noch ein Rat, passt auf, Bubba spielt gerne mit den Fragezeichenfeldern. Also dann, lasst uns die Stadtreihenfolge bestimmen. Gut, dann würfeln wir mal und dürfen als Erster ziehen, das ist cool. Yoshi zuerst, dann kommt Mario. Als Drittes ist Wario dran. Und als Viertes Peach. So, die Startreihenfolge, wir bekommen noch 10 Münzen. Wie eh und je. Auf die Plätze, fertig, los. Ich will euch zeigen, wo ihr die Sterne findet. Dies ist das Sternenfeld. Ihr erhaltet einen Stern, wenn ihr mir 20 Münzen gebt. Also, da hinten sind die Sterne. Und los geht's. Und haben wir Glück? Yes, wir haben Glück. Sehr schön. Ich tue kurz das Mikro noch ein bisschen zu mir. So. Also gut, dann... Wir wollen zu Toad, also gehen wir da lang. Da ist aber ein Steinblock im Weg. Du musst mir mindestens eine Münze Zoll zahlen. Was möchtest du? Ich möchte passieren. Zahle dir eine Münze. Du darfst durch. Gut. So. Sind wir durch. Wieso nur eine Münze? Ganz einfach, wir können jetzt bei ihm immer die Preise erhöhen lassen für die anderen. Mario muss erstmal eine Runde aussetzen. Oh. So, ganz kurz, ich muss noch kurz die Einstellungen einstellen, weil die tun sich immer resetten. Nach jeder Runde speichern bitte und der Text auf kurz. Danke, das war's schon. Und weiter geht's.
muss man immer einstellen und ich finde es halt wichtig, das zu machen. Den Text kurz, damit man es vielleicht ein bisschen lesen kann. Und die Speicherfunktion, falls ich mal doch resetten muss, ne? Die Kanoneninsel. Na dann. Kanoneninsel. Die Kanonen zielen auf die Insel. Diese wackelt und kippt mit den Wellen. Versuche nicht herunterzufallen. Bewegen mit dem 3D-Stick und mit A tun wir springen. Wenn eine Kanonenkugel die Insel trifft, siehst du Sterne. Weiche den Kugeln mit Springen aus. Ein neues Minispiel. Wir haben ja schon ein paar gespielt, aber es gibt auch noch sehr viele neue, die wir noch gar nicht gesehen haben. So, wir müssen... Ey, jetzt lass mich... Ich möchte auch auf der Insel bleiben. Ups, la. Achtung! Gut, im Moment sind noch alle oben, das ist schön. Im Moment ist es nicht schön. Und ich kann nicht hüpfen. Okay, Peach ist weg. Komm schon. Wario ist unten. Und wir zwei stehen noch oben. Das heißt, wir haben beide gewonnen. Sehr schön. Der Klempner und das Reittier haben 10 Münzen kassiert. Hehe. Aber Mario muss leider aussetzen in der Runde. So. Deswegen ziehen wir jetzt einfach mal vor und holen uns den ersten Stern. Gut, du hast genug Münzen, um einen Stern zu kaufen. Möchtest du einen? Nö. Natürlich. So, Stern Nummer 1. Nach der zweiten Runde. Habt ihr die Strudel gesehen? Man kommt nicht zur Insel hinüber. Ja, wir sammeln jetzt erstmal Sterne und dann kümmern wir uns um die armen Yoshis. Mario muss aussetzen, der Arme. So, der will jetzt zum Beispiel schon 2 Münzen. Mario bezahlt. Wie viel? 2? Das heißt, der nächste muss 3 Münzen bezahlen. Der geht immer eins höher als das, was man zuletzt bezahlt hat. Ein fieser Steinblock, gell? Können wir jetzt mal beobachten. Oder auch nicht, weil... Oh, richtig böse. Die Fragezeichenfelder. Schnappen sich Toad. Und dann kommt der Bowser her. So. Und Toad ist jetzt auf der anderen Seite. Toad und Bowser haben ihre Positionen getauscht. Und das passiert immer, wenn man ein Fragezeichenfeld benutzt. Die beiden ändern die Position. Ich zeige euch gleich nach dem Minispiel, wie das Brett eigentlich aussieht. Ist vielleicht auch ganz interessant. Aber zuerst suchen wir wieder nach dem vergrabenen Schatz. Dem da. Mal gucken, ob wir ihn diesmal auch finden. Wir sind wieder oben links. Gut, wir suchen nach einem Schild. Das Schild zeigt nach unten. Zeigt mir jetzt nicht, dass der wieder dort unten ist. Doch, der ist wieder da unten. Da, bei Peach, verdammt. Oh, das ist meiner. Meiner. Yes. Ich habe ihn hier vor der Nase weggeluchst, sozusagen. Mario hat vollkommen falsch geguckt. Aber ich habe halt am Ende das Wichtige weggekratzt. Deshalb habe ich die Truhe bekommen. So, jetzt steht hier nämlich Bowser. Jetzt zeige ich euch mal die Karte. Nämlich, Bowser ist hier. Das hier ist die Honigmeloneninsel. Sieht man ja. So, da ist der mittlere, der Arme. So, und hier links ist die Wassermeloneninsel und da ist jetzt Toad. Und immer wenn die Freizeitfelder berührt werden, tauschen Bowser und Toad die Plätze. Ne? Und wie wir Bowser kennen, hat er immer nie was Gutes dabei. Also, Wario, sorry, du wirst wahrscheinlich deine Münzen verlieren. Und wir klauen mal Mario die Münzen. Ich will ein bisschen Kleingeld. Ja, okay, das ist Kleingeld. Egal. Toll, müssen wir eh wieder abgeben.
So, jetzt ist das Gleichgewicht wieder hergestellt. Ich habe 3 verloren, er wieder 3 bekommen. Wario besucht Bowser. Du möchtest dem Yoshi in der Mitte helfen? Hier, dann nimm das. Oh, du hast nicht genug Münzen? Naja, ich nehme einfach die restlichen. Tja, eigentlich wollte ihm was geben, aber er hat zu wenig Geld gehabt. Deswegen hat er einfach die restlichen Münzen genommen. Ach ja, apropos Bowser, da ist er schon wieder. Was wird denn roulettiert? Bowsers Knallfall. Alle spielen mit. Allerdings sind die Regeln ein wenig anders als sonst. Die Verlierer zahlen mir jeweils 10 Münzen. No. Knallfall kennen wir ja, das ist das Bonbonspiel. Meine Kontrollen sind noch richtig belegt, das ist gut. Manchmal kann man sich da nie sicher sein. Was mir jetzt erst auffällt, ich glaube, mit Luigi waren wir auch immer Erster nach dem Zug. Also die Zugreihenfolge, kann es sein? Los, 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 los. Platze, mein Freund. Platze. Finish! Tja, der kleine Dino, der gibt ein bisschen Gas. Zum Glück. Wenn jetzt übrigens jemand denkt, dass die Charaktere irgendwie Vorteile gegenüber anderen haben, das ist nicht so. Jeder Charakter ist gleich. Man hat nur hier die Möglichkeit, sich immer andere auszusuchen. Also alle haben die gleichen Fähigkeiten. Niemand ist besser, niemand ist schlechter. Es gibt keine Unterschiede. Der einzige Unterschied, den man hier hat, ist, wenn man ein anderer Spieler ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mich nimmt als so ein kleiner Experte in dem Spiel, weil ich das Spiel auch privat immer gerne gespielt habe, und jetzt einen, der das noch nie gespielt hat, da gibt es dann Unterschiede. So ein kleiner Einblick, ne? Nicht, dass manche jetzt denken, hier irgendwie Yoshi ist schneller als Mario oder Wario ist stärker als Peach. Da gibt's keine Unterschiede. Nein, 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 nix da. Nein, 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 nein. Nein. Oh, danke, dass du mich anschubst. Das ist echt nett. Oh, ha. Hab ihn abgebremst. Sehr schön. Komm schon, Peach, das schaffen wir. Unser Rekord liegt bei 1 Minute 13. Mal gucken, ob wir den besser hinkriegen diesmal. Ich glaub's ja nicht, weil der war eigentlich schon ziemlich gut. Wow. Nee. Nix neuer Rekord. Nein, das habe ich absichtlich gemacht. Ich wollte denen noch eine reelle Chance zeigen. Also sie hatten keine, aber wenn sie jetzt schon die ganze Zeit verlieren, dann machen sie nicht mehr mit. Das will ich ja nicht, ne? So. Wie die Musik immer kurz aufhört, gell? Finde ich süß, aber ist halt der Emulator. So, wie war es denn bei dem? Hat er jetzt immer noch auf 0 gehabt? Ja, genau. Beide haben verschiedene Bankkonten sozusagen. So, ich hoffe, es kommt jetzt niemand mehr auf dem Fragezeichenfeld, weil sonst bin ich am Arsch. Du besitzt weniger als 3 Münzen. Tschüss. Wie unhöflich. Hui. Der hüpft ein bisschen rum. Und klaut natürlich von uns Münzen, ne? Na klar, wie hätte es anders sein sollen? Wir sind schließlich auf Platz 1. Da klaut man immer gerne von dem. Voll wenig Münzen. Finde ich gut. Ich hänge an meinen Münzen, ne?
Das hat aber wenigstens genug, um die Fahrt darüber zu bezahlen. Die Fahrt, die... Den Zoll. Das ist ein Zoll. So, während der jetzt da kurz zieht, trinke ich kurz was. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, aber ich bin leicht erkältet, da brauche ich ein bisschen trinken. So. Gut, 4-Player-Minispiel. Wenn jetzt jemand fragt, was ich trinke, was sind das? Irgendeine Orange halt. Orangensaft. So, Fahnenwirrwarr. Haben wir das schon mal gespielt? Ich glaube ja. Hebe die gleichen Flaggen wie der Scheiger. Drücke A für die weiße und B für die rote. Ja, das haben wir schon mal gespielt. Dann spielen wir es halt nochmal. Gut. Das ist ein B. Das ist ein A. Ein B. Oh, und Mario und Peach dürfen verschwinden. Die Turteltäubchen. So, Mario, nur noch du und ich. Komm schon. Mach einen Fehler. Jawohl. Victory is ours. Yoshi wins. Gut, der Sieg ist unser. Das ist schon mal supi. Nochmal 10 Münzen für unser Konto. Kurz speichern und weiter geht's. Ja, so nah und doch so fern. Und Mario geht auf Chance Time. Nochmal zur Erklärung, wer den ersten Part nicht gesehen hat. Mario darf jetzt würfeln, wer wem was geben muss. Einmal haben wir da den Mario. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Grüne kommt. Wario und Mario. Wario und Mario müssen die Sterne tauschen. Das geht nur irgendwie schlecht, ne? Das ist unglaublich. Also, macht weiter und tauscht. Geht nur leider nicht so gut, ne? Aber Wario und Mario haben gar keine Sterne. So ein Pech. Mensch, das war so aufregend. Naja, lassen wir das mal. Niemand kann sich im Moment einen Stern leisten, außer wir. Oh, so ein Pech, du hast nicht genug Münzen für einen Stern, benötigst du 20. Und Koopa. Gut, aber nimm diese 10 Münzen als Bonus. Viel Glück. Jetzt kann sie sich leisten. Aber Toad nimmt keine Zinsen. Oder keinen Kredit. Nimmt er beides nicht. Wenn man keine 20 Münzen hat, hat man Pech gehabt. Was spielen wir eigentlich? Ah, Chaos Bowling. Wie letztes Mal, Wario muss uns umkegeln. Nur diesmal sind wir das Dino-Gesicht. Und die Bahn hat sich geändert. Ich hüpf mal weg. Nein! Ah, hat uns erwischt und klaut uns damit Münzen. Verdammt. Du kannst so schwer ausweichen, wenn er dich fixiert hat. Wie viel klaut er uns? 5. Das ist ja noch... Das ist ja noch human. Ist ja noch okay. Damit kann ich gerade noch so leben, ohne zu sterben. Denn der Stern, der gehört trotzdem uns. Damit haben wir schon 2. Macht insgesamt 6 Sterne für unser Bankkonto. Der Yoshi am Strand weint, weil er seinen Freund nicht besuchen kann. Oh.
Kein Yoshi darf unglücklich sein. Das haben wir seit all den Jahren gelernt. Zumindest die, wo regelmäßig Nintendo spielen. Die, wo die ganze Zeit auf Call of Duty hocken, die haben davon keine Ahnung. Nee, Scherz beiseite. Ist doch so. Yoshis, die will man nicht traurig sehen. Deswegen sammeln wir ja genug Sterne, um ihnen zu helfen. Denn nur die Macht der Sterne kann die Strudel zerstören. Man muss ja halt dazu wissen, die Macht der Sterne, also die Sterne in Mario, sind allgemein sehr mächtig. Man muss überlegen, in Super Mario 64 sind die Sterne die Kraftquelle für Peach Schloss. In Super Mario Galaxy 1 der Antrieb für die Sternwarte des Kometen, in Mario Galaxy 2 der Antrieb für den Planeten, für das Raumschiff, und in Mario Party eben die Kraftquelle, um Unmögliches möglich zu machen. Er spielt hier Memory. So, zwei Münzen. Na, wo war der Pilz? Das war sogar ich. Ja, also. Der Pilz. Nope. Time up. Naja, immerhin vier Münzen, ne? Das ist ja besser als gar nichts. Also wie gesagt, die Sterne sind eben eine magische Macht in Marios Universum. Und ja, ist halt so. Finde ich gut. Ist halt so.